Dann möchte ich auch schon abgeben an Matthias Kirschner, Präsident der Freien Software Foundation. Du sagst was zum Leuchtturmprojekt Linux. Also im Wesentlichen, München hat alle 15.000 Stadtrechner bis 2013 auf Linux umgerüstet. Super interessantes Projekt, jetzt endlich herstellerunabhängig damit. Und momentan sieht es aber nicht so gut für Linux aus. Ja, Dankeschön. Ja, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich schon auf unsere Frage- und Antwortrunde nachher. Aber erstmal hier so die Basissachen vorneweg. Linux, der Anfang war so 2003. Seitdem gibt es von München immer ganz viele Gerüchte und neue Geschichten, was die IT in so einer Stadtverwaltung alles macht. Der Anfang davon kam so von der Umstellung damals, dass Windows NT nicht mehr unterstützt wird und man jetzt dann wechseln soll. Also ähnlich, was wir jetzt vor kurzem mit Windows XP hatten, nur dass das ja, leider immer noch viele Verwaltungen einsetzen müssen derzeit und dort nicht wegkommen. Vor so einer ähnlichen Situation standen damals auch viele Kommunen und Verwaltungen in Deutschland. Wo gehen wir hin? Was machen wir? Wir müssen jetzt dann wechseln. Viele Dinge gehen nicht mehr auf den neuen Systemen, die jetzt auf Windows NT gehen. Hat man sich die Frage gestellt, wenn wir wechseln müssen, wollen wir nicht dann gleich auf was anderes wechseln? Da gab es dann eben die Diskussion in München, wollen wir zu freier Software wechseln und einen GNU Linux Client nutzen für unsere Stadtverwaltung. Dann gab es wieder, nee, wollen wir doch nicht, wollen wir. Dann Barmer fliegt nach München, um den Bürgermeister zu überreden, dass er es doch nicht machen soll. Doch, wir machen es. Dann gab es eine Entscheidung damals in der Stadt. Wir wollen darauf wechseln, also freie Software, Basis-Client für die Stadtverwaltung in München. Und dann hat man gesagt, wir starten das. Und schon 3 Wochen nach dem offiziellen Start ist dann Folgendes passiert. Dann hieß es, Moment, Stopp, Projekt wird gestoppt, weil die Gefahr von Softwarepatenten. Können wir das überhaupt auf freie Software wechseln? Weil freie Software wird ja bedroht von Softwarepatenten. Eventuell darf das niemand mehr nachher nutzen, weil alle verklagt werden können, weil eventuell Microsoft Patente an Linux auch mithält. Das war damals dann auch ja auch der Start von Netzpolitik.org, der erste Artikel zu Softwarepatenten dort. Ja, das war der erste Stopp. Nicht der letzte. Es kamen dann immer wieder Meldungen von angeblichen Stopps. Warum das jetzt nicht gemacht wird, warum was nicht funktioniert. Ein Punkt waren immer die Kosten, dass immer wieder Meldungen gab. Es wird doch zu teuer, es ist gar nicht so günstig, wie gesagt worden ist. Da gab es dann Druck auch damals von der CSU in der Opposition, das wird alles zu teuer, wir wollen eine Aufstellung der Kosten. Dann musste der IT-Ausschuss das ausarbeiten, der kam dann damals zu dem Ergebnis, wir sparen gerade 20 Millionen dadurch, was wir hier machen. Und dann gab es aber auch auf der anderen Seite Studien, hier von HP eine Studie, die hat dann gesagt, eine vergleichbare Lösung mit Microsoft Betriebssystem auf der Desktop-Seite, das würde 43 Millionen billiger, die derzeitige Lösung kostet 43 Millionen mehr als das, was mit Microsoft gemacht werden könnte. Die Studie ist dann lang auch nicht veröffentlicht worden. Erst auf Druck kam dann auch raus, dass die von Microsoft in Auftrag gegeben worden ist. Da gab es immer wieder so Debatten um, ist es jetzt billiger, ist es nicht billiger? Meiner Ansicht nach, ich bin immer noch nicht sicher, was jetzt da genau der Fall ist, ob das jetzt billiger ist oder nicht. Wahrscheinlich kommt es so ungefähr aufs Gleiche raus, aber eben mit den ganzen Vorteilen von freier Software, dass man nicht so stark abhängig ist von einem Hersteller und mehr Souveränität über die Infrastruktur hat. Aber Kosten war auf jeden Fall immer wieder ein Thema. Das andere war, das ist korrigiert worden, Mitarbeiterunzufriedenheit. Es kam immer wieder, die Mitarbeiter in der Stadt sind unzufrieden mit der IT, also ist freie Software schuld daran. Und da kamen dann auch immer Zahlen von
20% der Mitarbeiter sind unzufrieden, 40% sind unzufrieden oder je nachdem, woher das kam. Allerdings auch nie mit dem Vergleich zu anderen Verwaltungen, die jetzt gerade einen Windows-Client benutzen müssen und bei denen eben auch öfter Probleme auftreten. Und das ist aber immer wieder gekommen, dass eben Mitarbeiter unzufrieden sind und dass das deswegen gestoppt wird und dass man auf eine andere Lösung wechseln will. Ein anderes Problem, was auch immer wieder aufkam und gesagt worden ist, dass das jetzt eine Schwierigkeit ist und dass es deswegen jetzt wahrscheinlich gestoppt werden soll, ist das Thema Interoperabilität. Also wie schafft es München als eine der wenigen Verwaltungen, den Dokumentenaustausch mit anderen herzustellen, mit anderen in Deutschland, anderen Behörden dort, teilweise sogar der Bund. Und da gab es große Probleme, dass sich damals auch in 2012 der Projektleiter beschwert hatte, dass es ja wenigstens ganz nett wäre, wenn die Bundesverwaltung ihnen die Daten, die sie, also Dokumente, die sie ausfüllen müssen, in offenen Formaten schickt und nicht immer DocX ihnen zuschickt. Vor allem auch, weil es vorher in der Bundesverwaltung einen Entscheid gegeben hat, dass die Bundesverwaltung diese ODF-Dokumente empfangen können muss, verarbeiten können muss und versenden können muss. Nur, das ist halt eine Entscheidung, die auf einer Ebene gewesen ist, die viele Mitarbeiter in der Bundesverwaltung halt nicht kannten. Und dann müssen Mitarbeiter immer rumargumentieren, warum sie das in einem anderen Format eventuell wollen. Und das hat zu sehr viel Unzufriedenheit dann auch geführt, wie der Punkt vorher war. Und da war auch wirklich nicht besonders viel Rückhalt aus der Bundesverwaltung jetzt auch für München. Ja, trotz der ganzen Probleme und auch nebenher sehr vielen Problemen, die jetzt mit so organisatorische Schwierigkeiten waren, die in dem Projekt hatten, gab es dann 2013 so einen ersten Zwischenerfolg. 15.000 von den Rechnern sind umgestellt worden auf diesen Linux-Client, also ein Desktop-Betriebssystem auf GNU-Linux-Basis. Und außerdem sind über 10.000 Vorlagen vereinheitlicht worden. Also davor waren das überall in der ganzen Verwaltung in München. Jedes Büro hatte eigene Vorlagen mit Makros, alles Mögliche zusammengestrickt. Und da gab es eine ganz große Vereinheitlichung, dass man da die ganzen Tausende von Vorlagen, die es gab und Makros vereinheitlicht hat und das in so ein System, das ist dann dort Volmux genannt worden, zusammenführt. Ja, dann 2014 gab es dann eine Wahl in München und der Bürgermeister, der das vorher auch mit gestartet hat, der Christian Ude, der ist nicht mehr angetreten und das ist also derjenige, der mit politischen Rückhalt für das Projekt immer gegeben hat, obwohl da immer wieder Schwierigkeiten aufgetreten sind, was bei so einer Migration auch klar ist. Der ist dann erstmal weggefallen. Und die neue Regierung ist dann von SPD und CSU gewesen. Die CSU hatte davor schon immer gegen das Projekt argumentiert. Und der neue Oberbürgermeister ist dann der Dieter Reiter geworden, der auch eher, bevor Bürgermeister geworden ist, nicht ganz der Freund von dem Linux-Projekt war und sich auch manchmal in Interviews als Microsoft-Fan hat betiteln lassen und gemeint hat auch, dass er Microsoft eben nach München geholt hat mit der Firmenzentrale. Und was wir ab da gesehen haben, war dann auf einmal so, Linux ist jetzt wirklich der Sündenbock für alles. Das hat ziemlich schnell nach der Wahl schon angefangen. Da hat sich der Bürgermeister von der CSU, der hat ein iPhone bekommen und das ging nicht, um das anzubinden an die Mail-Infrastruktur. Dann gab es gleich die ersten Presseartikel darüber, Linux ist schlecht, wir müssen zu Microsoft und das machen, was alle machen. Kurz danach gab es dann einen Mail-Ausfall. Da hatte der Oberbürgermeister Reiter auch gleich gemeint, hier Linux, solche Probleme, die wir haben, wenn das wenigstens funktionieren würde, was wir hier machen, hat sich später herausgestellt, dass das überhaupt nichts mit Linux zu tun hatte. Aber es ist immer wieder rumgegangen und zu der Zeit war dann auch so eine europaweite oder internationale Presse
zu dem Thema, dass wenn man danach mit Leuten gesprochen hat über München, dann haben die sich schon gewundert, was, ich dachte, die hätten schon lange gewechselt, weil das dann immer so hieß, ja hier, Bürgermeister so und so sagt, iPhone geht nicht, wir wechseln jetzt zurück. Dann sind viele Leute im Ausland davon ausgegangen, die benutzen das dort gar nicht mehr und das ist schon abgeschafft worden. Als nächsten Schritt ist eine Studie beauftragt worden von an Accenture, die sich anschauen sollten, was für Probleme bestehen denn in der IT. Die Vergabe war schon so ein bisschen, haben viele schon gemeint, das ist schon recht klar, was da rauskommen wird, weil Accenture, glaube 9 Jahre in Folge Gold, der Microsoft-Partner des Jahres gewesen ist. Und da viele gedacht haben, okay, das ist schon sehr tendenziös, so ein Gutachten dann an die Firma zu geben. Allerdings war das Ergebnis der Studie nicht so klar, wie das manche Leute gedacht hatten. Und die Studie hat primär von Organisationsproblemen in der Stadt München gesprochen, weil das so zerstückelt dort ist und teilweise es gibt neue Versionen von der Software, aber die anderen Verwaltungseinheiten, die können selber entscheiden, ob sie diese einspielen oder nicht, was dann dazu führt, dass mittlerweile vermutlich, also manche Stadträte meinen, zwischen 10 und 15 verschiedene Betriebssysteme und Versionen im Einsatz sind. Auch uralte Versionen von OpenOffice, die gar nicht mehr unterstützt werden, sind dann im Einsatz. Und also solche Updates, das war immer sehr, sehr schwer, da überhaupt das einzuspielen. Und was natürlich dann auch wieder zu solchen Schwierigkeiten geführt hat, dass Leute Sachen nicht umsetzen konnten, die eigentlich schon behoben waren in diesen neuen Versionen. Also der Haupttenor der Studien war, es sind Organisationsprobleme, die behoben werden sollten und weniger technische Probleme. Und nach der Studie, da hat man schon so ein bisschen gemerkt, es soll so ein bisschen in die Richtung gehen und die Studie hat dann auch gemeint, man soll einen Windows-Client noch entwickeln, der aktueller ist als der jetzt gerade eingesetzt wird, weil der Windows-Client noch viel veralteter ist als der Linux-Client, der dort eingesetzt wird. Und jetzt vor 3 Wochen war eine Stadtratssitzung und im Vorfeld von der Stadtratssitzung gab es auf einmal, also auf der Agenda stand ein Punkt, dass die IT reorganisiert werden soll. Das ist zwar anders als wie in dem Gutachten vorgeschlagen, die vorgeschlagene Lösung dort ist doch nochmal ein bisschen abgeändert worden, aber das war am Anfang der Punkt auf der Tagesordnung, dass beschlossen werden soll, diese IT reorganisieren, also die Struktur der Einheiten dort. Und dann gab es auf einmal einen Änderungsantrag zu dieser Tagesordnung von SPD und CSU. Und da gab es auf einmal den Punkt S6b neu, also vorher war das auch 6b und dann war auf einmal in einem Nebensatz stand dann drin, dass ein neues Konzept erstellt werden soll für die Umstellung auf einen Windows-Client und das war dann auf einmal der Punkt, der da drin war. Das kam doch ein bisschen überraschend, das in so einem Nebensatz reinzumachen, nachdem das ja schon jetzt seit 2003 lief. Und da haben sich auch sehr viele Leute in der Opposition dann drüber geärgert, dass das mal kurz so beschlossen werden soll, weil eben CSU und SPD die Mehrheit in dem Stadtrat haben. Und dann haben wir uns mit anderen Organisationen da noch zusammengetan, mit der Document Foundation, KDE und der Open Source Business Alliance und haben Fragen an die ganzen Stadträte geschickt, die wir denken, dass die beantwortet werden sollten, bevor man jetzt einfach so eine Entscheidung trifft, ohne irgendein Konzept, ohne irgendeine Vorlage, was da eigentlich genau passieren soll. Und außerdem haben wir eben die Fragen auch an Journalisten geschickt und an unsere Unterstützer und haben denen gefragt, die darum gebeten, dass sie halt auch Stadträte oder andere Leute in München auch dazu fragen, was jetzt mit diesen da genau passieren soll, also was soll mit den Mitarbeitern passieren, die da drin arbeiten, wie soll das genau umgesetzt werden, wie viel sollen das ungefähr kosten, ist da irgendwie schon was erhoben worden, was für Abhängigkeiten bestehen da und so weiter. Da ist
auf Netzpolitik findet ihr auch einen Artikel zu dem Thema, da sind die Fragen verlinkt, die wir da geschickt hatten. Und mit so viel hatten die Rückmeldungen hatten die in München da nicht so ganz gerechnet. Also da kamen dann eben nicht nur jetzt aus der IT-Presse Anfragen, sondern zum Beispiel auch von Journalisten, die jetzt gerade hier bei Investigate Europe, das ist so ein Verband, die jetzt in 8 verschiedenen Ländern in Europa gerade auch zu dem Thema Microsoft und die öffentliche Verwaltung recherchieren gemeinsam. Und die haben dann eben auch Anfragen dort geschickt an die Stadtverwaltung, außerdem viele Anfragen von anderen, von anderer Presse noch. Und in der Stadtratssitzung hatten dann die ganzen Stadträte gemeint, sie hatten noch nie so viele Fragen von Bürgern zu irgendeinem Thema. Und es sind dann auch in der Stadtratssitzung viele der Fragen vorgelesen worden, die wir mit vorher gestellt haben. Und letztlich hat das dazu geführt, dass das auf einmal nicht mehr so wie vorher einfach so nebenbei mal noch kurz mit beschlossen wird, sondern dass da sehr viel Aufmerksamkeit auf dem Thema liegt. Und letztlich hat dann auch der Oberbürgermeister Reiter in der Sitzung dann etwas zurückgerudert und hat dann dort gemeint, es geht nur um ein Prüfen. Es ist kein Beschluss, dass wir jetzt zurückwechseln wollen zu Microsoft, sondern es ist ein Prüfen. Es geht um eine Konzepterstellung und es wäre nie darum gegangen, dass das jetzt einfach so eine Entscheidung ist. Und letztlich kam es dann zu einem Änderungsantrag, also der ist dann dieser Teil mit aufgenommen worden, dass es geht grob darum, dass bevor das entschieden wird, sollen auf jeden Fall eine grobe Kalkulation der Kosten vorliegen, also dass man nicht einfach loslegt und davor sind auch Zahlen im Umlauf gewesen, kostet das Ganze jetzt 16 Millionen, 40 Millionen, 20, 90, da gab es alle möglichen Leute, die irgendwas anderes gemeint haben. Also es sollte auf jeden Fall eine Kostenanschlag vorliegen und dass der Stadtrat letztlich die Entscheidung noch treffen soll. Allerdings ist auch dort schon wieder drin, dass es marktübliche Client-Architektur sein soll, was immer so ein bisschen diese marktübliche ist, meistens Microsoft gemeint. Und in der Stadtratssitzung ist auch sehr klar geworden, dass ganz viele von den Stadträten von CSU und SPD eine sehr klare Meinung schon haben, was da passieren soll. Und in der Debatte ist auch ständig irgendwelche Produktnamen gefallen, wobei es ja eigentlich nach dem Oberbürgermeister nur um eine Prüfung geht, was man denn jetzt da machen will. Ja, bei uns ist so der Eindruck entstanden, was will jetzt SPD und CSU das um jeden Preis? Weil, also wir konnten das nicht so nachvollziehen, warum auf einmal so ein Aktionismus dort herrscht, so ganz schnell so eine Entscheidung zu treffen, ohne irgendwelche Fakten vorher aufzulegen, was sowas denn kostet, was das eigentlich genau bedeutet, so eine Entscheidung, was man denn machen will, was für Auswirkungen das auf Mitarbeiter in der Verwaltung hat, was für Auswirkungen das auf andere Software hat, die dort im Einsatz ist. Irgendwie scheint das dort um jeden Preis diese Entscheidung geben zu müssen. Warum? Wissen wir da gerade nicht. Es ist auch so, dass es für uns sehr unrealistisch aussieht, was da gerade gemacht werden soll. Also die wollen jetzt bis eigentlich 2020 schon was haben, auf das sie dann alle wechseln können. Jetzt hieß es auf einmal nur das Konzept, davor hieß es mal, bis da soll das schon umgestellt sein. Da geht es um 25.000 Rechner. Und nebenher will man noch diese Reorganisation der IT machen, bei dem jetzt Verantwortungen sich ändern und Leute auf einmal andere Möglichkeiten haben, wie sie dort Entscheidungen treffen und ein Dienstleistungszentrum und. Also das sind ganz viele neue Dinge mit bei, die man nebenher auch noch machen will. Und das Ganze jetzt in der Situation, in der das gerade ist, dass die Mitarbeiter in der Verwaltung dort also manche sind verärgert, manche sind verunsichert, weil auf einmal die Führung dort meint, dass das, was sie machen, schlecht ist oder dass sie was Bestimmtes machen sollen in Zukunft, was eigentlich noch gar nicht darüber gesprochen worden ist. Also da haben ganz viele Mitarbeiter einfach aus der Presse erfahren, was da gerade für Entscheidungen getroffen werden sollen.
Und erst gestern gab es eine Meldung, dass der Leiter dieses IT-Dienstleistungszentrum dort gemeint hat, so, also er sieht keine technischen Probleme, die diese Migration notwendig machen. Und er versteht das auch nicht. Also da sind ganz viele Leute in der Verwaltung, die überhaupt nicht wissen, was eigentlich gerade los ist und was da passieren soll. Der Stadtrat ist sich auch total unklar, in welche Richtung das jetzt gerade eigentlich gehen soll. Manche meinen, das geht um eine Prüfung. Andere sagen, ja, wir haben doch entschieden, dass wir da wechseln. Und es ist gerade ziemliches Chaos. Presseanfragen ergeben eigentlich auch nicht so wirklich was. Da heißt dann im Herbst würde dann klar sein, wer eigentlich diese Prüfung macht und das Konzept erarbeiten soll. Ja, das sind alles leider keine besonders guten Zeichen, ne, dass was früher so als Leuchtturmprojekt für freie Software in der Verwaltung gefeiert worden ist, weiterhin ein Leuchtturmprojekt sein wird, wenn der Oberbürgermeister und andere Bürgermeister ziemlich stark dagegen arbeiten. Und deswegen ist das wahrscheinlich erstmal so ein Ende eines Leuchtturmprojekts, würde ich sagen. Die Frage ist, brauchen wir sowas noch, so ein Leuchtturmprojekt? Ist das noch genauso wichtig, wie das jetzt 2003 war, als eine Situation, in der sehr wenige Leute überhaupt freie Software eingesetzt haben, auch ganz wenige Politiker sich mit dem Thema beschäftigt haben und man froh war, dass da irgendjemand über das Thema mit einem sprechen wollte und was dazu machen wollte. Wir denken so, dass es heute eigentlich eher so weniger diese herausragenden einzelnen Akteure gibt, sondern dass es viel mehr darauf gehen wird, dass es viele Akteure gibt, die an freier Software arbeiten, jetzt nicht mehr diese Monsterprojekte, bei denen man alles auf einmal machen will, sondern eher schrittweise arbeiten, dass neue Verfahren, Fachverfahren, wenn die eingeführt werden, dass die freie Software sind, dass man die so aufbaut, dass die mit anderen Verwaltungen geteilt werden können und wiederverwendet werden können, dass man nicht alles wieder neu schreiben muss und dass diese ganzen neuen Lösungen eben auch so gemacht sind, dass die unabhängig von Betriebssystemen sind, dass man da nicht drauf geht, das muss jetzt aber hier auf Windows laufen oder das muss auf GNU Linux laufen, sondern dass die so gemacht sind, dass auch Mitarbeiter mit ihrem Mobiltelefon drauf zugreifen können, wenn das denn notwendig ist. Ja, und letztlich ist es auch dann so mit München, ja, dass man heute auch mehr sich darauf konzentrieren muss, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, die das auch wirklich wollen, so ein Wechsel. Also und freie Software einsetzen wollen und nicht welche, die sagen, wir wollen das eigentlich gar nicht. Und dadurch, dass jetzt heute eben immer mehr Anfragen sind, immer mehr Leute, denen es darum geht, digital souverän zu sein und die auf freie Software umsteigen wollen, ist für uns so eine der Lehren, ja, wir müssen uns sehr genau aussuchen, wo wir unsere Zeit reinstecken, wo wir unsere Ressourcen reinstecken, um voranzukommen. Und da ist eben so eine leider jetzt so ein Fall wie München, bei dem der von oben wirklich den Leuten, die das weiter unten in der Verwaltung umsetzen wollen, denen das immer schwer gemacht wird, da weiter voranzukommen, ist da eben schwer, da mehr reinzustecken und mehr dran zu arbeiten. Ja, das ist erstmal so der Abriss. Ich denke, da wird es noch ein paar interessante Fragen geben und dann würde ich gerne mit euch in die Diskussion gehen. Diskussion ist mein Stichwort. Wenn ihr jetzt Fragen habt, könnt ihr die stellen. Wer dabei nicht im Fernsehen, im Livestream auf unserem YouTube-Kanal landen will, stellt seine Frage am besten da von hinten aus dem Bogen. Da wird nämlich niemand gefilmt. Gibt es denn Fragen dazu? Gleich hier vorne. Gab es denn Kontakt zu anderen Kommunen, die eventuell auch Lust hatten, sowas einzuführen? Weil letztendlich die Entwicklung eines Clients ist ja eine Einmalaufgabe und andere Kommunen hätten ihn ja auch nachnutzen können oder mitnutzen können, was den Aufwand deutlich verringert hätte. Ja, als das gestartet worden ist, gab es noch mehr Interessierte. Eine
Verwaltung, die auch mit dran gearbeitet hat am Anfang an so einer ähnlichen Lösung, war das Auswärtige Amt. Da gab es auch so die Ideen, dass man da zusammen so einen Client mitentwickeln könnte. Da gab es auch erste Treffen damals zwischen den Entwicklern aus München und denen im Auswärtigen Amt. Es gab dann auch ein größeres Projekt, das hieß die Distribution des Bundes, dass man eine GNU-Linux-Distribution macht, die dann auch von allen Bundesbehörden eingesetzt werden kann. Das ist allerdings dann von dem Leiter, nachdem der IT-Leiter im Auswärtigen Amt gewechselt hatte, ist das damals auch beendet worden, das Projekt. Und dadurch ist München dann da relativ allein gewesen. Es gab noch Freiburg, die auch mal gewechselt sind, aber dann wieder zurückgegangen sind. Da ist auch interessant, was da jetzt so an Kosten entstanden ist durch die Rückumstellung. Ansonsten ist es auf dem Desktop-Bereich relativ wenig in Deutschland. Also es gibt noch Schwäbisch Hall, die das erfolgreich einsetzen, die sagen, dass das läuft alles ganz gut, aber sonst kenne ich wenige, die das jetzt so sehr, sehr groß einsetzen in Deutschland. In anderen Ländern ist das wieder ein bisschen anders. Gibt es dann zum Beispiel die Gendarmerie in Frankreich oder auch viele Regionen in Spanien. Aber dort so eine gemeinsame Lösung zu finden und so einen gemeinsamen Client zu machen, das ist dann nie so richtig abgehoben. Es ist auch so, dass diese Lösung, dass man so eine spezielle Distribution für den Behördeneinsatz macht, da ist man auch in München so etwas weggekommen. Am Anfang hat man dann auch sehr stark Eigenentwicklung gemacht. Mittlerweile sind das dann auch, da ist das jetzt eigentlich eine relativ, ja, sehr viel mehr Standard-Ubuntu-Distribution, die dort eingesetzt wird. Davor war das eine sehr stark modifizierte Debian-Version, die dort verwendet hatten. Ich glaube, es ist insgesamt sehr schwer, solche Clients, also so Basis-Clients für alle zu entwickeln, weil dann doch die Anforderungen ein bisschen unterschiedlich sind und weil eben auch das Problem besteht, dass viele Fachverfahren, viele andere Verfahren in vielen Verwaltungen noch abhängig sind von dem einzelnen Betriebssystem. Darum geht es ja gerade bei der Frage, weil die Fachverfahren, die Kommunen einsetzen müssen, ja eigentlich überall die gleichen sind. Also vielleicht von unterschiedlichen Herstellern irgendwie unterschiedliche Fachverfahren. Also das, was eine Kommune machen muss, ob das jetzt München oder Nürnberg oder Schwäbisch Hall ist, das sind ja grundsätzlich die gleichen gesetzlichen Aufgaben, was ähnliche Fachverfahren zumindest bedingt. Ich glaube, der entscheidende Teil ist ähnliche Fachverfahren. Und es ist leider so, dass es in den meisten Teilen der Verwaltung, selbst wenn es genau die gleichen Aufgaben sind, genau die gleichen gesetzlichen Bedingungen sind, dass oft Verfahren mehrmals entwickelt werden und immer wieder die gleichen Kosten dafür entstehen. Aber genaue Daten dazu, das sind wir gerade bei für eine Vorbereitung zu einer Kampagne, dass zu recherchieren und mal wirklich harte Daten dazu zu erheben, wie viele Fachverfahren werden denn parallel gleich entwickelt, also für die gleichen Verfahren von unterschiedlichen Verwaltungen nochmal neu entwickelt und wo gäbe es denn da Möglichkeiten, dass man da einspart und das zusammen entwickelt und als freie Software entwickelt und dass sich das alle untereinander teilen können, vielleicht sogar modular entwickelt, dass man Teile davon für andere Lösungen wieder verwenden kann. Aber da gibt es sehr wenig Daten dazu. Es ist sehr schwer, das rauszufinden, was Verwaltungen denn generell für IT ausgeben, für was sie das eigentlich genau ausgeben, was für Kosten da involviert sind. Da muss man sehr, sehr viel suchen und versuchen, das zu vergleichen. Also wenn uns da jemand bei helfen will, das zu erheben, gerne hier melden. Hier irgendwo im Publikum ist auch die Katharina, die mit uns an dem Thema arbeitet. Ja, da brauchen wir gerade alle Hilfe, die ihr uns geben könnt. Okay, du meldest dich aber für Hilfe und nicht für noch eine Frage. Ansonsten bist du auch für die Diskussion hinterher noch da, oder? Ja, ich bin nachher noch da. Gibt es sonst noch unbedingt eine Frage jetzt? Da drüben, jawohl. Du hattest ja am Anfang gesagt, was die Umstellung ungefähr kostet und dass es da so ziemlich unterschiedliche Einschätzungen gab. Was kann man denn jetzt so in Retrospektive sagen? War das teurer, das umzustellen oder hat man da was eingespart oder kam das plus minus null raus? Also mein Resümee zu dem Teil war damals schon so rückblickend.
Ich glaube, es ist ganz schwer zu sagen, ob das jetzt teurer war, ob das günstiger war. Das ist extrem schwer, das zu beurteilen. Auch weil damals schon diese Umstellung zusammengenommen worden ist mit einer Organisationsumstellung, weil die Umstellung des Basis-Clients zusammengemacht worden ist mit diesen ganzen Vorlagen, die dort vereinheitlicht worden sind. Es ist extrem schwer, das zu sagen, ob das jetzt günstiger war oder teurer war. Ich denke, es ist so ungefähr, wird das auf das Gleiche rauskommen. Freie Software ist meistens so, dass es langfristig Einsparungspotenziale hat, aber jetzt auf so eine Spanne ist das, glaube ich, sehr schwer, da das zu sehen. Da kann man nicht genau sagen. Hinten ist noch jemand. War das? Ja, okay. Hi, also erstmal vielen Dank für deinen Vortrag. Ich würde gerne an deinen letzten Punkt anknüpfen, die Frage, ob es solche Leuchtturmprojekte braucht. Ich denke ja, auf jeden Fall. Selbst wenn sie dann begraben werden vielleicht. Und ich würde gerne wissen, ob es jetzt einen Plan gibt, dann nochmal zu rekapitulieren. Woran hat es denn letztendlich gelegen? Also du suggestierst hier so ein bisschen, das lag am politischen Personal. Ich glaube, man wird aber da ein bisschen auch noch andere Argumente brauchen, um das als Beispiel noch anderswo hervorzuheben und zu sagen, okay, daran hat es wirklich gelegen und für weitere Projekte, wenn man das mal wieder woanders machen möchte, ausprobieren möchte, was muss man da von Anfang an vielleicht anders denken, die Mitarbeiter besser mitnehmen, was waren die Fehler, die letztendlich zum Scheitern geführt haben, das sollte man nochmal aufarbeiten, irgendwie wissenschaftlich in einem Forschungsprojekt oder so, um aus diesem Beispiel zu lernen. Gibt es solche Pläne? Also ich habe von Leuten gehört, die wollten dort mehr rausbekommen und das auch ein bisschen unabhängiger überprüfen, was jetzt eigentlich genau die Probleme dort sind. Auch schon vor den ganzen Entscheidungen aus der politischen Ebene, dass man das nicht mehr so machen will. Es ist extrem schwer, dort an die Daten zu kommen. Also, dass man die Mitarbeiter dort befragen kann, dass man mit den Leuten spricht, dass sie offen darüber sprechen, weil das oft sehr politisch dann aufgeladen ist schon, das Thema. Es gibt so ein paar Punkte, bei denen sich, glaube ich, viele Leute derzeit einig sind. Das eine ist, es ist schwer zu evaluieren, an was lagen denn jetzt die Probleme, wenn man mehrere Schritte gleichzeitig macht. Also es war damals schon so, Organisationsänderung plus Änderung der Technik, was jetzt auch wieder gemacht werden soll. Da kann man sehr schwer sagen, an was liegt es denn jetzt, was ist denn jetzt gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Die andere Sache ist, dass es extrem schwer ist, Monsterprojekte zu machen. Also Großprojekte sind immer sehr viel schwieriger als kleinere, überschaubarere Projekte. Und das ist eben auch was, wenn man sagt, wir wollen den kompletten Desktop ändern und alle Programme drumherum wollen wir auch ändern und das alles in 5 Jahren, das ist unrealistisch. Man muss sich bewusst sein, dass man in der Verwaltung, dass das eine komplexe IT ist, dass es da sehr viele Abhängigkeiten gibt und dass man das schrittweise machen muss. Deswegen wäre auch unsere Empfehlung an alle Verwaltungen, die auf freie Software wechseln wollen, sich erstmal auf neue Sachen, die man entwickelt, zu konzentrieren. Die so zu machen, dass die Betriebssysteme unabhängig sind, dass sie freie Software sind. Und dann kann man als nächsten Schritt bei dem nächsten Fachverfahren das auch wieder machen. Und so reduziert man nach und nach Abhängigkeiten. Wenn man seit Jahrzehnten sehr starke Abhängigkeiten sich reingeholt hat in seine IT, dann schafft man das nicht, dass man das kurz in 5 oder 10 Jahren ändert. Das ist was, was sehr lange Zeit dauert. Das dauert eben Jahrzehnte, so ein Prozess. Und deswegen schrittweise nach vorne gucken und neue Verfahren schon ändern, ohne dass man jetzt gleich, wir wollen was für freie Software machen, also ändern wir das Betriebssystem. Eins der schwierigsten Sachen, die man überhaupt ändern kann. Aber ja, es wäre schön, wenn es da unabhängige Studien zu gäbe. Was kann man denn wirklich genau daraus lernen? Was für Daten haben wir denn dort? Ich glaube nur, es wird sehr schwer, da ranzukommen.
Okay, ich sehe schon, hier gibt es auch noch Fragen und noch ein bisschen Diskussionspotenzial. Ich würde das auf hinterher verschieben. Du hast schon gesagt, du bist noch da, ihr seid wahrscheinlich auch noch ein bisschen da, damit wir auch unsere anderen beiden Vorträge noch ausreichend. Danke, dass du da warst. Hat sich ja gezeigt, das war eindeutig nötig, der Vortrag. Dankeschön.